1 1 2 0 2 2. Das war's vom Sport auf NDR 2. Tschüss und noch einen schönen Abend. Und für alle Tennisfans noch schnell der Hinweis, morgen ab 15 Uhr überträgt der NDR live auf seiner Mittelwelle das Tennisfinale der Herren vom Wimbledon zwischen Titelverteidiger Boris Becker und dem Weltranglisten-Ersten Ivan Lendl aus der Tschechoslowakei. NDR 2 Nachtclub. Saturday Night Disco. Und am Mikrofon begrüßt euch der völlig nass geregnete Timmy Schatz. An den Reglern sitzt Jan Riem. Und hier ist, ja, was ist hier eigentlich? Timmys Maxi Single Service. Genau. Wir fangen an mit einer etwas älteren Scheibe, neuen Scheibe, aber nicht ganz so neu. Mal was, was man schon ein bisschen kennt. Paradise von Dance Department. Thank you.
Hier ist Android mit Sky Dancer, einem Instrumental. We'll be right back.
Ja, wir sind alle sehr brav, liebe Mami. Sehr, sehr brav sind wir wirklich. Alle sind wir ganz, ganz brav, liebe Mami. Ganz bestimmt. Hier sind zwei akute Verkehrsdurchsagen aus dem NDR-Verkehrsstudio. Die erste Durchsage betrifft den Raum Hamburg-Bergedorf. Dort hat sich auf der Kreuzung Bergedorfer Straße, das ist die B5, und Weidenbaumsweg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die B5 ist in Richtung Geesthacht gesperrt und der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Die zweite Verkehrsdurchsage betrifft die A1, die Autobahn Hamburg in Richtung in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Rade. Nach einem Verkehrsunfall ist dort eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bremen gemacht worden. Umleitung ab Dibbersen über die U14 zur Wiederauffahrt Rade. Staubildung dort etwa einen Kilometer. Das waren zwei akute Verkehrsdurchsagen aus dem NDR-Verkehrsstudio. Beep, 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 beep
Baby Doll hieß diese Scheibe. Baby Doll, die Babypuppe von Premio Nobel. Nobelpreis. Nicht Träger, sondern Nobelpreis heißt die Gruppe. Und nun Aura, Aura mit Doppel-R. Like I like it. Genau wie ich's gern hätte. Wir haben noch eine Meldung aus dem NDR-Verkehrsstudio für den Raum Niedersachsen. Auf der Bundesstraße 75 zwischen Delmenhorst-Deichhorst und Delmenhorst-West ist nach einem Verkehrsunfall der Hauptfahrstreifen gesperrt. Es baut sich ein Stau auf. Das war noch eine Meldung aus dem Verkehrsstudio.
War das nicht fantastisch? Das konnte man direkt mitschneiden, man konnte es leider nicht. Eine Scheibe, die erst im Laufe der Zeit so richtig reingroovt. Aura like I like it. Manche mögen es ja nicht, wenn eine Scheibe fürs VKS unterbrochen wird. Aber Leute, das Leben hat Vorfahrt. Und das Verkehrsstudio hat schon seinen Sinn. Was haben wir hier? Jetzt geht's mal ein bisschen richtig los, ein bisschen Luft und dann Rock. Gypsy Queen mit Gypsy Queen, auch ganz neu.
Und wozu wurde ich gemacht? I was made for loving. You. Ja, you. Ein Oldie neu von Roman Romance. Baby,
Ja, und hier noch ganz kurz angespielt ein anderer Oldie neu, nämlich Venus. Aber nicht die Fassung von Bananarama, sondern zur Abwechslung mal von Velvet Noise. NDR 2. Uhr. Die Nachrichten. Eine positive Entwicklung der menschlichen Begegnungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik hat der Minister für innerdeutsche Beziehungen Windelen, CDU, nach seinen Worten in den ersten 6 Monaten dieses Jahres festgestellt. Bis einschließlich Juni seien mehr als 11.500 Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik umgesiedelt, sagte Windelen heute in einem Interview des Senders Freies Berlin. Im ersten Halbjahr 1985 seien es nur 6.700 gewesen. Reisen wegen dringender Familienverkehr des südafrikanischen Theologie geschaffen worden, diese Ansagen sind wie immer ohne Gewähr. Und zum Schluss der Wetterbericht, die Vorhersage für Norddeutschland. Wechsel zwischen starke und aufgelockerte Bewölkung und vor allem in Schleswig-Holstein und im Küstengebiet Regen. Örtlich auch Gewitter. Tiefstwerte in der Nacht um 14 Grad, am Sonntag zunächst wolkig, am Vormittag aber wieder einsetzender Regen, der auch länger andauern kann. Tagestemperaturen um 20 Grad, abgesehen von einzelnen Gewitterböen, schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis Süd, tagsüber vorübergehend auf östliche Richtungen drehend. Die Windvorhersage, Deutsche Bucht Südwest 4, Gewitterböen am Sonntag Südost bis Ost drehend diesig und für die westliche Ostsee Südwest bis Süd 4 bis 5 recht drehend Gewitterböen am Sonntag West drehend diesig. Ende der Nachrichten, 23:05. Aus dem NDR Verkehrsstudio hören Sie jetzt 3 Verkehrsmeldungen und eine Suchmeldung. Die erste akute Verkehrsdurchsage betrifft den Raum Hamburg, und zwar den Raum Bergedorf. Dort hat sich auf der Kreuzung Bergedorfer Straße B5 und Weidenbaumsweg ein sehr schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die B5 ist in Richtung Geesthacht gesperrt und der Verkehr wird örtlich abgeleitet. Nun Niedersachsen. Die erste Meldung betrifft die A1 Hamburg in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Rade. Nach einem Verkehrsunfall Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bremen. Die Umleitung erfolgt ab Dibbersen über die U14 zur Wiederauffahrt Rade. Bitte fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran. Und ebenfalls Niedersachsen auf der Bundesstraße 75
zwischen Delmenhorst, Deichhorst und Delmenhorst West ist nach einem Verkehrsunfall der Hauptfahrstreifen gesperrt. Es baut sich ein Stau auf. Und nun noch die Suchmeldung. Gesucht wird Karl Finkler aus Tholey-Hasborn, zurzeit unterwegs an der Nordsee mit einem hellgrün metallicfarbenen BMW. Amtliches Kennzeichen WND, das steht für Sankt Wendel, WND-SU33. Herr Finkler möge bitte seine Schwester in Hasborn anrufen. Sie hörten Meldungen aus dem NDR-Verkehrsstudio. Saturday Night Disco Teil 2. Mikrofon Gerd Timmermann, Technik Jan Riem. Mit der Saturday Night Disco Party. Wir haben hier wieder was gezogen. Oh Mann, das darf nicht sein. Oh Mann. Oh Baby Bass, ja, es ist Timo. Timo aus Kielhammer. Hallo Timo. Aus Kielhammer ist es. Ich wollte es gar nicht gleich sagen, aber wer und was es ist, das sage ich gleich. Das sage ich wirklich gleich. Also, ja, es ist nämlich ein Einjähriger, also nicht jemand, der sein Einjähriges gemacht hat, sondern Timo, das Geburtstagskind, ist jetzt genau ein Jahr alt geworden heute. Herzlichen Glückwunsch, mein Timo. Diese Karte schrieb deine über alles geliebte Mami, von dir über alles geliebte Mami. Ja, und wie die Mami heißt, die heißt wahrscheinlich Frau Wolf. Sie schreibt in deinem Auftrage, heute feiere ich mit meinen zwei Windelgenossinnen, Jessica und Jasmin, sowie mit meinen circa 18 Jahre älteren Freunden eine super Schnuller Disco-Fete. In Kielhammer steppt der Bär. Meine älteren Gäste sind unter anderem Karin und Kai, Gitti und Michael, Claudia, Yvonne, Marco, Nicole, Gerhard und Lenny und Ute. Ja. Wenn Timmy uns im Radio bringt, die ganze Babycrew laut singt. Aha. Timmys Marketing-Service. Nee, das war nicht richtig. Also, da habt ihr falsch gesungen. Das habt ihr wirklich falsch gesungen. Das war falsch. Das war das nicht. Müsst ihr anders singen. Singt doch nochmal. Ich höre überhaupt nichts. Naja, den lasst es doch. Der erste Titel, den du dir gewünscht hast, ist von Coup d'État, Too Young for Promises. To be alone, 'cause you are.
Love, wie die Mutterliebe und die Liebe des Kleinen zur Mann. Yeah.
Und der kleine Timo erträumt, er sei 18 und tanze mit seiner Mami auf seinem Geburtstag. Wenn er wüsste, wie man sich mit 18 fühlt, würde er wahrscheinlich eine andere Wahl treffen. Entschuldigung, aber so ist halt das Leben, liebe Mami. So ist es halt, so ist es halt. Wir wünschen übrigens auch einen recht herzlichen Geburtstag dem lieben Michael Dunkel, der 17 Jahre in Mölln geworden ist. Hallo Michael. Was schreibt ihr Schönes als Motto? Musi machen, tanzen, lachen und die ganze Nacht durchmachen. Das ist wunderschön. Wir spielen jetzt noch nicht, wir wollen von dir ja auch noch einen zweiten Titel spielen. Also Innocent Love war ja auch gleichzeitig für dich. Und jetzt kommt aber erstmal der dritte für Timo. Hallo, mein Timo. Da ist er. Something had strike you as well.
Wir wiederholen nochmal eine Meldung aus dem NDR-Verkehrsstudio. Sie betrifft die A1 Hamburg in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Rade. Sie ist nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt worden, und zwar die Richtungsfahrbahn Bremen. Die Umleitung erfolgt ab Dibbersen über die U14 zur Wiederauffahrt Rade. Bitte fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran. Dies war eine Meldung aus dem NDR-Verkehrsstudio. Und das ist das Komische, das ist das, ich sehe das gerade auf der Karte hier, mein lieber Michael Dunkel. Du hast die Karte für deinen Papi geschrieben, der wird 51 Jahre wird er alt. Junge, Junge, sowas. Ja, herzlichen Glückwunsch an den lieben Papi, Rolf heißt er, Rolf Dunkel. Ihr habt euch jetzt, erstmal die Gäste, Elke, Günther, Otto, Renate, Inge, Heinz, Oma, Maria, Jürs, Ralf, Horst, Walter, Ilse, Thea und andere. Und ich verabschiede mich jetzt, natürlich nicht endgültig, ich hoffe, Sie bleiben noch dran, lieber Timo und übrige Gäste von dieser super Schnuller-Disco-Fete. Wünsche noch viel Spaß und das Gleiche wünsche ich auch dem Vater Rolf und seinem lieben Sohn und den anderen, die alle dabei sind. Und jetzt kommt für euch ein Titel, den sich einer von euch gewünscht hat. Danger, Danger. Max him. Oh.
Party auf NDR 2. Ha! Timo ist aufgewacht. Hallo. Ja, Dad. Ja, aua, toll, Junge. Gut so. Yeah, 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 yeah. Ja, und hier haben wir den Ingo. Der Ingo feiert seinen 18. Geburtstag endlich. Katrin, Caro, Stefan, Olaf, Horst und viele weitere Setter, den Night Disco Fans wie Schmeichelhafte, sind dabei. Und ich wünsche einen herzlichen Glückwunsch. Sein Motto: Es wackeln die Wände, es dancen die Fliegen. Das muss wohl an der Musi liegen. Das kann schon sein. Und für euch habe ich, vorhin habe ich ja schon gehört, Too Young for Promises, auch ihr habt euch das gewünscht. Bad Boy wünschst du dir unter anderem, und das spiele ich auch für dich. Dann schreibst du noch, entschuldige bitte diese Schrift, aber ich schreibe nicht oft mit Kugelschreiber. Vielleicht sollte ich das auf mein Tintenverbot beziehen, das kann ja sein. Dazu muss ich Folgendes sagen, es hat ganz süß geschrieben, eine Dame aus Braunschweig, Frau Helga Körber. Sie schickte mir einen Textmarker per Post, der mit Tinte geschriebenes nicht verschmiert, geschweige denn löscht. Ich finde das unheimlich süß von Ihnen. Vielen Dank, Frau Körber. Überhaupt habe ich vor der letzten Sendung am 14. unheimlich viele erbauliche und witzige, ja, entzückende Post gekriegt. Dafür möchte ich mich hier ganz besonders bedanken. Zum Beispiel beim letzten Ostsee-Küsten-Indianer-Oberhäuptling Dirk aus Kiel. Schönen Gruß auch an deinen DJ Stampf Bum Tiri Lee. Und vielen Dank für den Spruch eures Medizinmanns: Musikgeister gut für Gesundheit. Auch für euch nachträglich Bad Boy von Miami Sound Machine.
Hier nochmal eine Meldung aus dem NDR-Verkehrsstudio. Die beiden gemeldeten Störungen im Raum Bergedorf und in Delmenhorst haben sich inzwischen erledigt. Aber ich wiederhole nochmal die Meldung, die die A1 Hamburg in Fahrtrichtung Bremen betrifft. Zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Rade. Nach einem Verkehrsunfall Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bremen. Umleitung ab Dibbersen über die U14 zur Wiederauffahrt in Rade. Bitte fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran. Demzufolge gibt es auch auf der A261, das ist die Einmündung in die A1 vom Buchholzer Dreieck in Richtung Bremen, 2,5 Kilometer Rückstau. Der Verkehr auf der A261 wird ab der Anschlussstelle Tötensen über die U36 und über die U14 zur Wiederauffahrt Rade geführt. Diese Meldung aus dem Verkehrsstudio. Um gleich wieder da anzufangen, wo wir aufgehört haben. Also dieser Brief von Ingo aus Hamburg-Wilhelmsburg. Der Ingo, der ist 18 geworden. Das ist auch wieder so ein Trickbrief. Heute sind fast nur Trickbetrüger in der Auswahl. Ingo schneidet die Sendung mit und spielt sie am 10. Juli seinen Gästen auf seiner Geburtstagsparty vor. Das heißt also für euch Leute, nicht? Bei Ingo in Wilhelmsburg ist heute der 10. und für mich ist der 5. Ja. Der nächste ist kein Trickbetrüger. Das ist nämlich Yippie, ich bin 18 Jahre alt. Wie heißt du denn? Stefan, hallo. Herzlichen Glückwunsch aus Wartlingen. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Ingo, das, wenn ich noch nicht gesagt habe. Ich wünsche euch wirklich allen was. Der schreibt, sag mal, gibt es eigentlich so viele, die sich auf ihren Geburtstag den 5.7. melden? So viele gibt es doch gar nicht, oder? Also du hast recht, Stefan, so wahnsinnig viele gibt es nicht. Deshalb sind die Chancen ganz gut. Es haben einfach nicht immer so viele Leute, die sich nun für diese Musik interessieren, auch immer an so einem Tag Geburtstag. Das geht so zwischen, weiß nicht, niedrig unten sind es vielleicht manchmal nur 8 Briefe. Es kommt drauf an, also jetzt in der Urlaubszeit sind es, Ferienzeit sind es auch nur wenige. Und manchmal geht es also über 20. Aber mehr sind es halt nicht, weil nicht so viele Leute Geburtstag haben. Also man hat gute Chancen. Dein Motto heute für die Fete ist, wir machen durch die ganze Nacht, bis bei uns die Bude kracht. Das ist gut. Ob alle Leutchen kommen, weiß ich ja nicht. Aber ich schreibe ein paar von ihnen auf. Hier sind sie, Andreas, Silke, Frauke, Andreas, Kerstin, Stefanie und Michi. Bitte grüße besonders Danja, die leider nicht kommen kann, weil sie im Urlaub ist. Die soll sich mal melden. Ja, vielleicht hat sie es ja gehört. So, Kudita hattet ihr euch auch gewünscht. Und jetzt möchtest du gerne hören, wen ich mit dir tanz, ja, sollst haben.
Ja, und einen schönen Gruß von Günther Fink. Hallo Günthi. Günthi hört in Emden mit, hat eben angerufen. Und er lädt alle, die morgen Geburtstag haben, in den Radiozirkus ein. Eine großzügige Gäste von unserem Günthi Fink. Hallo Günthi, mach's gut. Und einen herzlichen Geburtstagsgruß noch an Heike aus Heikendorf aus der Timmernstraße. Liebe Heike, ich wünsche dir alles Gute. Dein Motto, lieber einen blauen Himmel als blau in den Morgen. Deine Gäste sind Kai, Moni, Gerda, Kim, Chris, Nora, Lars, Biggie, Charlie und Sabine. 18 wirst du. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast ein Herz hier drauf gemalt. Und da drin steht Gerd und ein Pfeil geht hindurch. Oh, oh. Mensch, Heike. Meine Schwester ist auch Heike, ja. Und hier haben wir einen Brief von Uwe Dobruns. Uwe Dobruns, 21 Lenze zählst du jetzt und du feierst rein. Also du bist es noch gar nicht. Also erst in wenigen Minuten wirst du 21. Ich kann dir jetzt noch gar nicht herzlichen Glückwunsch wünschen. Du willst also nach dem Motto feiern, jeder pennt da, wo er umkippt. Und es haben sich bei dir um das Bierfässchen herum gesammelt. Ralfi, Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Thomas, kurz vor dem Trip nach CA. Steffi, die charmante Hotelfachfrau. Oh. Borsten heißt er nicht, Thorsten Borsten. Ohne GLS läuft nichts, weiß nicht, was das heißt. Stenz mit Tennisschläger in der Hose. Carmen, Miss Algermissen, 1986. Reinhild, ohne Whisky geht sie nie ins Bett. Hemd heißt der andere oder die Pfeife nennt er sich. Außerdem als absolute Topstars der Lüneburger Heide. Dabei aus Ahlhorn, Beate, Miss Radbruch, 86. Und seine, also Uwes, Christiane. Die Schwarte, nee, Schmatz steht da, Schmatz. Ja, und da sind deine Einheizer, sehr gut. Und einen von diesen Einheizern spielen wir jetzt, und zwar von den Rolling Stones. One Hit to the Body. Da ist er. Leute, es ist eine Sünde, aber ich muss mal rübergehen. Herzlichen Glückwunsch nämlich an Bettina. 19 wirst du aus Wesselburen-Kog. Und was ich auch noch sagen müsste, das hätte ich eigentlich ein bisschen eher sagen müssen, die Adresse. Die nächste ist Saturday Night Disco Party. Also Saturday Night Disco ist ja jeden Sonnabend, aber die nächste ist Saturday Night Disco Party.
mit dem Maxi-Single-Service ist am 26. Juli und vielleicht seid ihr dabei am 26. Juli. Rechtzeitig schreiben bis 18. Juli, Juli 18. 1.8. muss die Post im Kasten sein. 26. Juli, wer da Geburtstag hat oder in den Geburtstag hineinfeiert oder davor einen Tag oder später oder so, der kann mir schreiben. Und zwar schreibt er an Gerd Timmermann, Saturday Night Disco Party, Postfach Hamburg 201263. Mehr nicht. Postfach Hamburg 201263. Nicht? Mehr ist es gar nicht. Ich sag schon mal Tschüssi. Tschüssi. Macht's gut. Feiert. Feiert, feiert, Leute. Und bleibt gesund. Tschüss! Das war der Nachtclub heute mit Gerd Timmermann. Morgen Abend hören Sie in dieser Reihe Ralf Quinke. Hier ist NDR 2 zum Abschluss unseres Tagesprogramms, die Nationalhymne. Anschließend bringen wir auf dieser Welle Nachrichten, den ARD-Nachtrock und ab 4 Uhr den ARD-Nachtexpress.